Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wir ignorieren jetzt einfach mal den komplett desolaten Zustand meiner selbst. Aber es geht heute um etwas, worauf ich mich schon die letzten Wochen freue. Ich liebe Neujahr und einen Start ins neue Jahr und den frischen Januar. Eigentlich auch nur deswegen, weil ich weiß, dass ich dafür immer die komplette Bude auf den Kopf stelle. Und ich dachte, ich kenne euch ja jetzt und ihr kennt mich ja schon so ein bisschen. Wenn ihr genauso tickt wie ich, dann habt ihr riesigen Spaß daran, zuzuschauen, wie jemand ein absolutes Chaos um sich herum aufbaut und frisch ins neue Jahr startet. Und genau das machen wir in diesem Video. Wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen, haben alles liegen und stehen lassen, bevor wir in den Urlaub gegangen sind. Also hier steht noch Weihnachtsdeko, Tannenbäume, Geschenkpapier, noch verpackte Geschenke. Also steht alles noch rum. Unsere Koffer aus dem Urlaub stehen hier noch. Wir sind nur bei der Tür rein, haben uns gestern was zu essen gemacht und ich bin heute so aufgewacht. Und dann habe ich gedacht, welch besseren Zeitpunkt für einen New Year Clean als heute würde es geben. Und ich zeige euch so ein bisschen, wie es jetzt aktuell hier aussieht und hoffentlich dann spätestens in 2 Tagen wieder gut aussieht. Teile so ein bisschen meine Tipps mit euch, was ich dann immer frisch mache und wie ich das mache. Ja, und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Video. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Raum, in dem ich gerade gesessen bin und man sieht schon, hier liegt ungefähr alles rum. Wir haben hier noch verpackte Geschenke, Geschenke aus dem Urlaub, Weihnachtsdeko, den Rest von unserem Frühstück. Dann haben wir hier oben noch Weihnachtsdeko. Der Stern vom Fenster musste schon weichen. Hier steht noch ein kleines neues Projekt von uns rum, ein Tannenbaum. Hier ist auch noch die ganze Deko. Und hier geht es weiter mit dem Chaos. Da liegen unterm Tannenbaum noch die ganzen Sachen. Das kommt natürlich alles weg. Dann haben mir die Kinder hier schon großes Chaos verbreitet. Hier steht überall Spielzeug, Decken. Alles liegt irgendwie rum. Das hier ist alles ungefähr sowas von knusprig, dass wir das auf jeden Fall wegmachen müssen, weil ja, das ist halt nicht mehr schön, ne? Also sowas darf jetzt auf jeden Fall weichen. Ich werde einfach auch die komplette weihnachtliche Deko dann direkt wegmachen. Den können wir auch ändern. Hier in den Regalen können wir mal schauen. Es muss auch alles abgestaubt werden. Die Pflanze habe ich tatsächlich, bevor wir in den Urlaub gegangen sind, noch abgestaubt und gegossen. Also das ist wenigstens erledigt. Aber ja, den Zustand hier können wir auf jeden Fall verbessern. Vielleicht verbessern wir dann auch irgendwann im Laufe des Tages meinen desolaten Zustand. Mal schauen. Dann geht es in der Küche weiter. Ich weiß, das ist wahrscheinlich das Herzstück eines jeden Cleaning-Videos. Die ist auch nicht gerade so optimal. Also hier ist noch das ganze Geschirr von gestern. Dann ist noch irgendwelche Mitbringsel. Ich habe hier schon den Staubsauger zum Laden angesteckt. Solche kleinen Ecken verstecken sich dann bei uns auch immer noch irgendwo. Im Flur geht es weiter mit Urlaubswäsche, die ist noch nicht ausgepackt, weil das hier alles sauber geblieben ist. Das hier ist die Schmutzwäsche. Hier liegt noch mehr. Dann haben wir noch Geschenkverpackungen, also von den Geschenken von Weihnachten, die zum Sperrmüll müssen. Das muss auch alles aufgeräumt werden. Die Ecke hier hat auch schon mal freundlicher und besser ausgesehen. Und dann geht es im Treppenhaus weiter. Hier unten haben wir noch die Wunschzettel hängen, die können auch weg. Und das da unten habt ihr noch gar nicht gesehen. Wir werden uns nämlich diesen Monat auch darum kümmern, das Treppenhaus hier umzugestalten. Und da hängen schon so ein paar Farbenmuster, damit ich die immer mit dem Licht sehen kann. Hier auf der Treppe liegt auch immer ein Haufen Zeug. Hier hängen noch Adventskalender, die gehören da natürlich auch nicht mehr hin. Also die werden wir auch noch wegmachen. Hier oben ist auch ganz schlimm, ich zeige es euch mal. Wir haben Wäsche, die ich aussortiert habe für meine Freundin. Das hier ist alles irgendwie so ein bisschen Chaos. Und hier, da sind die Adventskalendersachen der Kinder. Schwimmbadtasche vom Urlaub. Die ganzen übrig gebliebenen Dinge. Ein Mann, der zum Friseur darf. Und dann haben wir unser Schlafzimmer. Da haben wir das Bett noch nicht mal gemacht heute, aber ist auch unnötig, weil ich werde das jetzt dann alles abbeziehen. Das wird alles frisch gemacht, aufgeräumt, Staub gewischt. Hier oben ist noch ein Kranz. Das kommt dann alles raus. Und bevor ich euch jetzt den Rest der Misere zeige, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Thank you.
das ist für mich immer der allererste Schritt in jedem Raum, ist einmal alles rauszukehren, was nicht in dieses Zimmer gehört. Das war jetzt im Schlafzimmer relativ simpel, wir hatten nur ein paar Trinkflaschen da, es stand noch mein Geschenk hier. Und ganz wichtig, Bettwäsche. Ich liebe es, in frisch gewaschener Bettwäsche zu schlafen. Und fürs neue Jahr muss das immer sein. Und was ich auch mindestens einmal im Jahr mache, was bei unserer Matratze wunderbar funktioniert, ist die Bezüge von der Matratze abziehen und waschen. Und wir haben ja die Emma One Matratze jetzt mittlerweile schon seit über 1,5 Jahren. Wir schlafen darauf unglaublich gut. Und das Tolle ist, wir haben ja eine durchgängige Matratze. Der David ist viel größer wie ich, aber trotzdem ist diese Matratze für alle Schlaftypen geeignet. Also perfekt, auch wenn man als Paar eine Matratze teilt, eignet die sich wunderbar. Und aktuell findet ihr bei Emma auf ganz viele Produkte auf der Seite bis zu 40% Rabatt. Und ich habe einen Code, der auch für die nächsten 6 Monate gültig ist, mit dem ihr obendrauf noch sparen könnt. Also wenn ihr irgendwas sucht, eine neue Matratze, das lohnt sich, da rein zu investieren. Ich sage euch das. Wir schlafen so gut darauf. Wir waren ja jetzt im Hotel die letzten Tage und ich hatte immer Probleme mit dem unteren Rücken. Eine Nacht hier geschlafen und ich bin ohne Schmerzen aufgewacht. Also ich liebe, liebe, liebe sie. Es gibt auch Gewichtsdecken, falls ihr sowas sucht oder neue Kissen. Findet ihr dort auf jeden Fall was. Und wie gesagt, ich habe jetzt den Bezug einmal abgezogen, werde den waschen und dann kann ich den einfach wieder drauf machen. Dann ist die wieder komplett frisch. Erste Ladung Wäsche ist auch schon drin. Ich kümmere mich jetzt mal um das hier hinter mir noch fix. Und dann, der David kocht in der Zwischenzeit Mittagessen, werden wir was essen. Ich räume noch ein bisschen ins Bad auf. Dann mache ich hier oben einmal sauber, dass ich nachher dann die frische Bettwäsche nur noch drauf ziehen muss. Und dann geht es unten weiter, weil wenn der David jetzt kocht, lohnt sich sauber machen dann unten dann erst recht.
Letzte Station hier oben, Badezimmer. Mache ich immer zum Schluss, weil ich dann einfach nochmal das ganze Schmutzwasser aus dem Staubsauger und was ich jetzt hier zum Staubwischen überall benutzt habe, auskippe und dann die Waschbecken sauber mache, Badewanne und so weiter. Und dann gehe ich runter und nach unten weiter. Wir arbeiten uns von oben nach unten. Auf dem Weg nach unten werde ich wahrscheinlich noch einmal kurz unsere Treppe abstaubsaugen und dann auch nochmal die Randleisten abwischen. Das muss man hier echt relativ oft machen, weil wir halt die Treppe oft benutzen. Aber das machen wir jetzt mal. Kleiner Tipp, falls ihr auch Kinder habt, die elektrische Zahnbürsten benutzen, dann sehen die irgendwann nicht mehr schön aus und vor allen Dingen diese Ladestationen sind irgendwann echt eklig, die kann man eigentlich jeden Tag sauber machen und ich habe da einen kleinen Trick und zwar mache ich da immer so ein Wattepad drauf, ich zeige euch das jetzt gleich mal, dann kann man das nämlich einfach austauschen und die Dinger werden nicht so dreckig. Waschmaschine Nummer 2 ist drin und die Bettwäsche hängt. Das heißt, ich kann die nachher wieder frisch drauf beziehen. Und jetzt geht es hier der Weihnachtsdeko an den Kragen. Es scheint gerade die Sonne, könnt ihr es sehen? So schön, die ist noch ein bisschen rausgekommen. Auf jeden Fall schicke ich den David jetzt mal in den Keller, mir die ganzen Kisten hochholen. Da freut er sich bestimmt. Und dann werde ich den Baum und den anderen Baum abschmücken, die ganze Weihnachtsdeko wegpacken und dann kann ich hier im Untergeschoss aufräumen und sauber machen. Thank you.
so, damit es nicht wieder aufgeht. Der nächste Morgen und ich habe gestern tatsächlich nur noch das Bett frisch bezogen, klar, weil wir haben hier darin geschlafen. Das heißt, wir werden heute noch ein bisschen weitermachen. Ich habe noch das komplette Esszimmer, da steht alles voll und die Küche, die inzwischen noch schlimmer aussieht wie gestern, weil wir noch gekocht haben gestern Abend. Also ich bin sehr froh, wenn das jetzt dann alles erledigt ist, aber es fühlt sich einfach so gut an, wenn man diese Dinge macht und man weiß, es ist ein neues Jahr, man startet frisch. Man könnte dann noch so Dinge tun, wenn man Zeit dafür hat, wie irgendwelche Sachen aussortieren. Wobei ich sagen muss, ich meine, wir wohnen ja jetzt erst seit Mai hier. Das sind wie viele Monate? Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Wer muss auch immer mit Fingern zählen? 7, fast 8 Monate wohnen wir jetzt hier und die Sachen sind noch alle einsortiert. In den Kinderzimmern machen wir das ganz regelmäßig. Die habe ich euch jetzt auch nicht gezeigt, weil überflüssig, da spielen die Kinder jetzt im Moment drin. Und wie gesagt, die sind sortiert. Es gibt so 1, 2 Schubladen, die könnte man sich nochmal anschauen, wobei der David und ich diesen Monat noch ein paar große Projekte vorhaben, wo sowieso noch Sachen auseinandergerupft werden. Zum Beispiel unser Kleiderschrank und unser Ankleidezimmer. Also wenn ihr Bock habt, da noch was Cooles zu sehen, solltet ihr diesen Monat nochmal einschalten oder im Februar, je nachdem, wie lange wir mit dem Projekt brauchen. Aber was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass ich halt ins neue Jahr starte und weiß, alles, was irgendwie rumliegt aus dem alten Jahr, diese ganzen Weihnachtssachen und so, das ist alles weg, es ist alles sauber. Irgendwann muss ich die Fenster mal noch putzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier tun soll, weil wir haben sehr viele Kassettenfenster, habt ihr ja schon gesehen, mit ganz kleinen Mini-Fensterchen und ich bin nicht gut im Fensterputzen, also mal schauen, wann wir das noch erledigen. Auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt darum. Ich bin gestern Abend dann nur noch in die Dusche gehüpft, habe meine Haare lufttrocknen lassen. So sehen sie im Übrigen auch aus. Ganz schrecklich. Also da muss ich mir jetzt dann gleich noch irgendwas einfallen lassen und dann machen wir unten weiter. Thank you.
Esszimmer ist auch fertig. Keine Weihnachtsdeko mehr, alles abgewischt, alles staubgewischt. Ich lasse jetzt den Roboter nachher einmal rumfahren und alles noch wischen. Aber das mache ich erst, wenn ich hier fertig bin. Und dann kann der alle drei Räume machen. Und ich dachte, wir heben uns das Schlimmste bis zum Schluss auf. Die Küche. Hier ist es tatsächlich so, dass wir keine Weihnachtsdeko wegmachen müssen. Aber anders als in den anderen Räumen muss hier nochmal grundgereinigt werden, weil, wie man sieht, da liegt nicht nur alles rum, sondern wir haben auch gekocht. Der Herd ist super schmutzig. Waschbecken muss ich einmal sauber machen. Das mache ich jetzt und dann bin ich fertig. Nichts Schöneres, als in einem frisch gewaschenen und frisch bezogenen Bett zu schlafen. Ich glaube, so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Und es ist super easy gewesen. Ich habe den Bezug abgezogen, ihr habt es gesehen, habe ihn in die Waschmaschine gepackt und dann einfach trocknen lassen. Der war innerhalb von, ich glaube, einer Stunde trocken. Also easy peasy. Und ich habe es euch schon mal gesagt, es läuft gerade eine Aktion bei Emma. Bis zum 30.01. sind ganz viele der Sachen bis zu 40% reduziert. Also schaut vorbei. Ihr könnt zum Beispiel auch die Matratze euch einfach versandkostenfrei liefern lassen und bis zu 100 Tage Probe schlafen. Also wenn dann irgendwas nicht passen sollte, wovon ich nicht ausgehe, weil die ist einfach grandios. Könnt ihr die auch einfach wieder abholen lassen. Also es ist ein super Service und ihr habt 10 Jahre Garantie auf die Matratzen. Also wir sind super happy damit. Ich kann es euch nur empfehlen und ich habe heute noch vor, unten ein bisschen zu dekorieren. Ich habe jetzt die ganze Weihnachtsdeko weg und ich glaube, wir kennen das alle. Jetzt wirkt alles sehr nackig und kahl und die Sonne ist so halbwegs da. Also ich weiß nicht, ob sie es ganz schaffen wird, heute durchzukommen, aber es gibt mir so ein bisschen Frühlingsgefühle. Deswegen mache ich unten mal noch ein bisschen was frisch. Schöne Sachen fürs neue Jahr, hol mal ein paar Blümchen raus und das zeige ich euch dann noch. Thank you.
Es ist alles clean und ready und komplett fertig dekoriert. Ich zeige euch jetzt mal nochmal überall ein bisschen rum. Wir haben hier erstmal das Wohnzimmer. Ich liebe diese Aussicht hier. Das ist einfach immer so schön. Ich liebe auch unsere Lampe. Und ich habe jetzt, wie gesagt, einfach nur ein bisschen was frisches Grünes hingestellt. Nochmal ein bisschen den Tisch umdekoriert. Hier war ja davor auch ganz viel Weihnachtsdeko drin. Das ist noch ein bisschen leer hier unten. Da muss ich mal noch überlegen, ob ich vielleicht ganz viele Kerzen reinstelle. Das wäre ziemlich cool. Aber da haben wir auch die Pflanzen nochmal getauscht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Die große stand davor im Esszimmer. Die braucht auch noch einen größeren Topf, aber ich glaube, die kriegt hier mehr Licht. Deswegen steht sie jetzt hier. Und da haben wir auch noch unsere kleine Ecke ein bisschen umdekoriert. Das finde ich richtig süß. Bin sehr happy damit. Unser wunderschönes Esszimmer. Da scheint jetzt gerade auch immer so schön die Sonne ein bisschen rein. Da habe ich jetzt auch nur ein paar frische Blümchen hingemacht. Da hinten steht die Bank jetzt. Auf der anderen Seite hat sich auch was verändert. Da sieht es ein bisschen kahl und durcheinander aus, weil wir jetzt die letzten Tage tatsächlich hier noch überlegt haben, wie wir das Projekt weitermachen. Also das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen irgendwann nochmal verändern. Aber für den Moment ist auch hier die ganze Weihnachtsdeko weg und es ist einfach wieder alles fresh. Mein Küchenregal habe ich nicht umdekoriert. Da war auch nichts Weihnachtliches drin. Nur hier vorne habe ich auch ein bisschen was Grünes hingemacht. Ich habe einen kleinen neuen Brotkorb, der ist richtig süß. Den habe ich jetzt mal noch dahingestellt und auch da hat sich nichts verändert. Das bleibt alles gleich. Da war auch nichts Weihnachtliches oben, aber so ein bisschen grün, finde ich, sieht einfach immer noch ein bisschen lebendiger aus. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Freude dabei, mir ein bisschen zuzugucken beim Wegräumen und Wegsortieren und Saubermachen und auch beim Neudekorieren. Ich hatte nämlich sehr großen Spaß und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback unten da lasst. Vielleicht können wir das wiederholen. Ich würde das sehr, sehr gerne machen. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins neue Jahr gekommen und habt vielleicht auch schon einen Neujahrsputz gemacht. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für alle, die zugucken, dann schreibt das gerne unten rein, was ihr immer macht, um richtig fresh ins neue Jahr zu kommen. Und schaut auch unbedingt noch bei mir in der Infobox vorbei, da lasse ich euch alle Informationen da, was ich benutzt habe, was ich euch gezeigt habe. Nächstes Mal fangen wir ja an mit unserem Flur-Makeover, beziehungsweise mit dem riesengroßen Treppenhaus. Ich freue mich wahnsinnig, es kommt ein bisschen Farbe ins Spiel und wieder ganz viel DIYs. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut da wieder vorbei und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Tschüss!